Ich bin Tiziana Gulino, bin 17 und komme aus Dielsdorf. Ich mache eine Ausbildung als Fachfrau Gesundheit im Spital Bülach. Ich bin immer aufgestellt, sehr lebensfreudig und ab und zu ein bisschen dickköpfig. Ja, also mich muss man eigentlich vom Klavier wegreißen. Und weil ich begleite mich eigentlich normalerweise auch selber. Und ich singe wirklich, also es gibt keinen Tag, wo ich nicht singe. Und wenn ich heimkomme, bin ich das Erste, was ich machen muss, einfach den Rucksack rühren und anhocken und los singen. Es ist auch ein bisschen zum oben runterkommen und zum ein bisschen, ja, das mache ich eigentlich wirklich jeden Tag. Und eigentlich fast ein bisschen will. Ja. Ich habe eigentlich immer träumt davon, so an einer Castingshow mitzumachen. Einfach auch, um auf der grösseren Bühne singen und vor einem grossen Publikum. Und dann war ich letztes Jahr an der Zion. Und dann hat meine Tante auch schon ein bisschen, so ein bisschen organisiert und geschaut, ja, nächstes Mal kann sie mitmachen und so. Und dann hat sie mich immer ein bisschen so dazu auch gebracht und überredet und motiviert, um wirklich die Anmeldung abzuschicken. Und dann habe ich es gemacht und ja, jetzt stehe ich da. Für mich ist es eigentlich nicht so wichtig, wer sich geraumt hat, weil jeder auf diesen vier Stühlen hat Potenzial und jeder kann mir etwas mitgeben, das ich auch brauchen kann. Und darum bleibe ich eigentlich da neutral. Ich bin froh, wenn sich jemand für mich umtritt und mich auch so weit unterstützen und so begleiten. Ja. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann ist es so, dass man es irgendwie gar nicht so richtig glauben kann zuerst. Und aber sonst ist es eigentlich so, dass die Freude und der Moment leben eigentlich das grösste Gefühl ist, das ich habe. Und die Nervosität ist auch eher so ein bisschen im Hintergrund. Und ich will dann einfach das Beste geben und wirklich den Moment leben und das Beste daraus machen. Mir ist es wichtig, den Leuten zu gefallen, weil ich gut, also ich will gut ankommen. Ich habe schon so Momente, wo ich denke, was, wenn es nicht gut kommt, wie wird es?